Hallo meine lieben, nur noch auf Roblox spielenden Minecraft-Dudes und Dudinas. Willkommen zu einem Zeit für flexibalistisch gutes Video. Wir legen direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Cut geht's gleich los. Ja Leute, in der Schweiz ist ja wie in Holland Cannabis, Hanf, Gras, Shit, erlaubt, Anbau erlaubt, Erwerb, Kauf, Verkauf und Konsum. Und ich habe mir in einer Hanfgärtnerei, wo sie selber Pflanzen indoor und im Sommer auch outdoor züchten, die haben dann einen kleinen Hofladen, so Bauernhof ähnlich, wo man Stecklinge, so Mini-Hanfklone kaufen kann. Die werden dann 2 Meter groß. Oder Growboxen, Growschränke zum Selbstanbauen. Es hat hunderte von Bongs. Es hat hunderte von Crackpfeifen, E-Zigaretten, Liquid, Blunts, Papers und Gras natürlich. Nur das Witzigste, was ich fand, war das hier. Einen mit Hanf-Cannabis-Geschmack richtenden Labello, der nicht nur Cannabis-Geschmack mit sich bringt, sondern auch 4,8 Milliliter Hanföl, also CBD-Öl enthält. Das war das Witzigste im ganzen Shop und das musste ich mir kaufen. Leute, heute haben wir es mit was ganz Dreistem zu tun. Oh ja, ihr kennt bestimmt oder noch von früher oder ihr verwendet sie heute noch oder seid neu und verwendet sie neu. Ich verwende nach wie vor die zweite Generation der Apple AirPods und die kosten in der Schweiz mit dem Ladecase 199 Tacken, etwa 170, 180 Euro. Ohne Case kann man sie zwar nicht laden, kann man aber ohne das Case kaufen, so kosten sie 150 etwa. Was das für einen Sinn macht, fragt mich nicht. Vielleicht, wenn man 2 Paar hat und 4 Stück und immer abwechselnd 2 ladet und 2 als Reserve nutzt. Zumindest habe ich auf Wish, Wish ist wie Alibaba und Banggood, Wish sollte jeder kennen, da gibt's die dreistesten China-Schrott Beils und China-Schrott Fakes, die es dreister nicht geben kann. Und da habe ich die AirPods zweite Generation in der neuen angeblichen Apple-Farbe und zwar in Schwarz habe ich die bestellt und die sind heute gekommen und die bewerben da ganz viele baugleiche, hab mich verschluckt, sorry. Baugleiche weiße AirPods mit dieser gleichen Verpackung. Und da stand bei neue Apple Produkte, / Kopfhörer Wireless Bluetooth, fand ich AirPods in Black, schwarz. Und zwar Abbildung vorne, genau gleich wie hier beim Original. Ach, ich habe mich so erst verschluckt. Dann hinten genau gleicher Aufdruck, einfach in Schwarz. Und alles, was fehlt, sind der angebissene Apfel und der Schriftzug AirPods. Das fehlt. Also kein
reales Apple-Produkt. Wie man es nennt, weiß ich leider nicht auswendig, nicht mehr. Ich hab's vor fast einem Monat bestellt. Und das ging jetzt schon recht lange, bis es kam. Nun ist es da. Ein dreister neuer China-Schrott-Klon der Apple AirPods zweite Generation. Einfach mit Neufarbe schwarz angepriesen. Natürlich verwenden sie, wie gesagt, nicht den Apfel, das Logo also, und auch nicht den Namen AirPods, aber Fake Name. 2000 years later. Und da sind sie. Dreister geht's nicht. Das ist offenbar alles, was drin ist. Sonst sehe ich hier nichts. Nee, das war's. Damit auf den Boden. Cut. Also ein bisschen enttäuscht bin ich dann doch von Wish her, von Seiten Wish, weil bei der Galerie, also bei den Bildern zur Verpackung, habe ich ja vorhin auch gesagt, sollte wie hier beim Original hinten das Case mit den Apple AirPods in schwarz abgebildet sein, aber auf der OVP hier ist nur in Italienisch, Deutsch, Französisch und Englisch was gedruckt, geschriebenes, also Wall of Text und nicht die Abbildung wie hier. Aber bei den Vorschaubildern war dieser hintere Seite genau gleich abgebildet. Das heißt, das nennt man Irreführung im Verkaufsmanagement. So, auf jeden Fall haben wir hier die Apple AirPods zweite Generation mit Charging Case, einfach in schwarz anstatt in weiß, und das sei das neueste Produkt, was AirPods angeht. Nur heißen die nicht AirPods, was ich ja schon prophezeite, denn so dreist können sie nicht sein, sonst gehen sie lange hinter Gittern. Naja, sie heißen also Mob mit einem verkehrten E-E normal. Mob I. Ihr 8090BT. Ihr heißt Ohr 8090 und BT heißt wohl Bluetooth. Und hier steht Wireless Bluetooth Verbindung über 4 Stunden Laufzeit mit einer Ladung bis zu 10 Meter Distanz mit Kopfhörern vom verbundenen Gerät. Nehmen wir als Beispiel ein Handy, mein Steam Deck oder mein Surface. Ja, dann steht noch eingebautes Mikrofon, braucht's ja zum Telefonieren und Sprachsteuerung. Und zuletzt Ladecase, alles auf Englisch, Charging Case. Ich habe euch jetzt alles auf Deutsch vorgelesen, ist aber alles in Englisch. Und ihr seht schon hier an dem Case und an den Kopfhörern, es sind tatsächlich die genau gleiche Bau- und Größennorm und Design, einfach in schwarz. Und dann steht hinten eben in 4 Sprachen, Deutsch lese ich kurz vor,
Frequenzgang 2,4 GHz, Übertragungsabstand bis zu 10 Meter, Wireless-Profil so und so, wiederaufladbarer Akku, Kopfhörer mit 45 MHz mal 2, also man kann 2 mal die AirPods, die Mob-Es, auf 100% laden, also 3 Akkuladungen a 4 Stunden eine, sind 12 Stunden Musik- und Sprachtelefoniezeit. Wiederaufladbarer Akku, Gehäuse, Case, 4000 mAh, Dauerbetrieb mit einer Ladung bis zu 4 Stunden, Verbindung Bluetooth 5.0, Dual-Modus. So, auf der Seite, wie bei den AirPods, die Aufschrift der Marke und des Modells. Hier sind Wegwerf- und Entsorgungshinweise, ein Scan, ein Strichcode, Barcode und auf der anderen Seite dasselbe. Oben Mob-II und sogar noch ein Aufhängedings da. Und packen wir die dreisten Klone mal aus. Und richtig billig kommt das hier, was gleich rausfliegt. Was gibt's noch? Einmal Micro-USB, weder Lightning noch USB-C, nein, Micro-USB und eine Anleitung. Okay. Cool. Fail. Jetzt vergleichen wir den Fake-Klon mit dem Original. Aber zuerst schauen wir uns noch die Dreistigkeit in Person an, also dem Gehäuse, Ladecase und den Ohrhörer. Schauen wir uns alles mal an. Und zwar sofort. Unten, wie bei den originalen AirPods, einfach kein Lightning, sondern USB, Micro-USB, sorry, USB-C ist Standard, deshalb der Versprecher. Also am gleichen Ort Ladebuchse. Wir haben, wie beim Original, hier diese Aussparung, diesen Strich, zum sie öffnen, und das ist baugleich. Hinten, genau wie bei den originalen AirPods, einen silbernen Metallschaft, oder besser, wie nennt man jetzt das? Scharnier. Nur hier ein bisschen mehr silbern, meinte ich, als beim Original. Dann steht hier die dreiste China-Klon-Marke drauf und die Größe, die Dicke, die Höhe, die Breite 1:1 wie bei den originalen AirPods und hier ist ein Knopf, der ist aber nur ein Umriss, der gefräst wurde oder gelasert, also der Verbindungsknopf für Bluetooth-Steuerung, den sieht man nicht mal ohne mit Kamera, nur mit bloßem Auge sehe ich das, aber das ist fake und beim Original kann man draufdrücken auf diesen Kreis. So, bevor wir jetzt ans Herzstück gehen, muss ich noch kurz einen Cut versehen. So Leute, jetzt mache ich meinem Ruf und meinem Skandalleben alle Ehre und ziehe mir den goldenen Schnee rein. Der ist Skandalvideos geben eben mehr. Ah!
Gutes Material, gutes Prozent, mindestens 80% rein, wenn nicht mehr. Oh. So, jetzt zu den Herzstücken. Den zwei AirPods zweite Generation Black Edition, schwarz. Und wie krass ist die Ähnlichkeit? Das sehen wir jetzt. Verbindung wird schon mal gesucht. Durch das Blinken wird das symbolisiert, nehme ich an. Und schaut's euch an, Leute. Wie beim Original, alles baugleich. Ich zeige jetzt das Original als Vergleich. So, hier das Apple AirPods 2. Gen Original. Und wir nehmen ebenfalls den linken Ohrhörer. Und eigentlich schon ein bisschen abweichend, aber fast genau gleich gemacht. Also die Fake AirPods machen ihrem Namen alle Ehre. Schaut's euch nochmal größentechnisch an und zieht's euch rein, wie ich das weiße Gold gezogen habe vorhin. Also, dieser Klon ist gelungener nicht möglich. Krass, das Ganze. Also, wenn ihr irgendwie ein Pop-up auf einer Website aufploppen lässt und euch schwarze Apple AirPods angeboten werden, dann unbedingt nicht kaufen. Und die Qualität teste ich jetzt gar nicht aus, weil es kann ja nur schlimmer werden. Also, lasst einen Daumen nach oben da.